Ja, die Wienwahl 2020, die ist geschlagen im schwierigen Corona-Jahr. Ist eine spannende Wahl gewesen und wir haben jetzt auch schon die erste Trendprognose. Und zwar ist es so, dass Bürgermeister Michael Ludwig mit der SPÖ diese Wahl wirklich gewonnen haben, zu haben scheint. Er hat 42% erreicht, zumindest sagen das die ersten Trendprognosen. Und das Wichtigste ist, HC Strache, der scheint an der 5%-Hürde gescheitert zu sein. Die ÖVP, die hat natürlich stark dazu gewonnen, das war auch in den Umfragen schon absehbar und die sind mittlerweile gelandet auf 17,5%. Bei der letzten Wahl waren es ja noch 9,2% 2015. Und mit mir ist jetzt Clemens Eustritsch da, der Chefredakteur von heute.at, und der wird uns hier helfen, dieses Wahlergebnis bzw. diese erste Trendprognose einmal einzuordnen. Gleich am Anfang, ist das ein überraschendes Ergebnis für dich? Ist das überraschend, dass die SPÖ doch so hoch gewonnen hat hier und diese Wahl Bürgermeister Michael Ludwig anscheinend die Wähler hinter sich scharen konnte? Oder ist das keine Überraschung? Nein, das Wahlergebnis ist eigentlich in keinster Weise eine Überraschung. Alle Umfragen, die vor der Wahl publiziert wurden, haben ganz klar dieses Bild gezeigt. Michael Ludwig wird diese Wahl gewinnen, er wird sie sehr deutlich gewinnen und schon seit einigen Wochen eigentlich, muss man auch sagen, war klar, dass auch das Ergebnis, das Michael Häupl 2015 bei seinem letzten Antreten erzielt hat, nämlich etwas über 39%, klar übertreffen wird. Man muss sagen, das, was wir jetzt sprechen, ist eine Trendprognose. Da ist noch keine einzige Stimme der heutigen Urnenwahl drinnen und auch kein Ergebnis der Briefwahl. Wir sprechen hier von 4000 Befragten, die Peter Hayek, der heute Meinungsforscher, und Sora kombiniert mit Arge Wahlen durchgeführt hat in den letzten Tagen und auch heute. Das ist eine sehr, sehr, sehr genaue Umfrage, aber wie gesagt, hier ist noch kein einziges Resultat aus den Wiener Sprengeln inkludiert. Dafür müssen wir noch warten. Allerdings glaube ich, am Grundbild, also dass die SPÖ einen eindeutigen Erfolg feiert und dass die ÖVP sich heuer in diesem Jahr 2020 auf den zweiten Platz verbessern kann. Ich glaube, daran wird sich heute nichts mehr ändern. Wie hoch ist denn da die Schwankungsbreite? Also wie viel kann sich das noch verändern jetzt bei diesen Trendprognosen? Was sagen die selbst? Die Experten und Meinungsforscher sagen, sie gehen jetzt von einer Schwankungsbreite von plus minus 2,5% aus. Das heißt, zum Beispiel bei Heinz-Christian Strache könnte es noch spannend werden, aber auch aktuell bei 4%. Aktuell geben eben die Meinungsforscher 4%. Das wäre natürlich das politische Ende von Heinz-Christian Strache. Also ich wüsste nicht, was da noch kommen soll danach. Ich meine, vielleicht wird er sich in seinem Wochenendwohnsitz Klosterneuburg um den Bürgermeistersessel bewerben. Vielleicht kann er irgendwo ein anderes Ehrenamt abstauben. Aber ich glaube, das wird es dann gewesen sein. Also hat sich hier nochmal aufgebäumt, wollte hier das Comeback schaffen und scheint hier kolossal gescheitert zu sein. Das deckt sich auch mit dem Bild, das Peter Hayek für heute schon vor 14 Tagen in seiner letzten Umfrage gezeichnet hat. Da hat er ihn exakt bei 4%. Das wäre eine Punktlandung für den Meinungsforscher. Schauen wir uns das einmal an. Also diese Umfrage, die zwei Wochen vor der Wahl gemacht wurde, die hat die SPÖ auf 42% prognostiziert. Jetzt sind sie bei dieser ersten Trendprognose auf 42% gelandet. Die ÖVP, die waren bei 19%. Jetzt haben wir sie auf 17,5%. Da sind sie auch nicht so weit daneben gelegen, diese Prognose. Oder ist das doch eher eine Überraschung, dass sie nicht an diese 20%-Marke gekommen sind? Wie gesagt, es liegt ja auch die 20%-Marke, wenn wir uns das jetzt anschauen, in der Schwankungsbreite. Also es ist durchaus auch noch möglich, aber es zeigt auch hier den Trend, den eigentlich auch schon die Peter-Hayek-Umfrage gezeichnet hat, nämlich, dass es kontinuierlich für die Blümel-ÖVP in Wien bergab ging. Also er lag vor dem Sommer bei ungefähr 25% in Umfragen und dann ging es eigentlich immer weiter runter. Und auch seine Persönlichkeitswerte haben stark gelitten in den letzten Wochen und Monaten und das dürfte sich da auf den letzten Metern auch auf das ÖVP-Ergebnis ausgewirkt haben. Natürlich, die ÖVP kann das als großen Erfolg verkaufen. Sie kamen beim letzten Mal knapp unter 10% bei ihrem historisch schlechtesten Ergebnis zu liegen. Das haben sie sehr stark verbessert, nämlich laut dieser Trendprognose um über 8%. Allerdings, glaube ich, als Kanzlerpartei lag man bei der Nationalratswahl in Wien schon bei 25%. Jetzt dürfte es da doch wieder deutlich hinuntergehen. Da dürfte sich auch eines zeigen, nämlich dass die Wienerinnen und Wiener es nicht besonders gut heißen, wenn man Wien permanent ein bisschen mit dem Finger drauf zeigt und da schimpft. Das dürfte vielleicht der SPÖ sogar geholfen haben und ihnen ein bisschen einen Jetzt-erst-recht-Effekt verschafft haben. Das heißt, du analysierst hier, dass der Wahlkampf der ÖVP, dass der ein bisschen schief gelaufen ist, dass da vielleicht die falschen Themen angesprochen worden sind. War vielleicht der Gernot Blümel sogar der falsche Spitzenkandidat oder dieses absolute Bekenntnis zu Wien, dass das nicht da war, war das vielleicht ein Fehler?
Fehler? Er war auf alle Fälle sehr spitz positioniert. Zweitens bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie intensiv er überhaupt das Interesse daran hatte, in diesen Wahlkampf zu ziehen. Er hat das aus Parteitreue bravourös auch gemacht und hat sich da ins Zeug geworfen. Allerdings, glaube ich, hat man ihm persönlich auch immer wieder angemerkt, dass es ihm nicht sehr leicht fällt, sich so am rechtesten Rand der ÖVP zu positionieren. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Strategie für die ÖVP insgesamt war, weil den rechten Rand, da gab es mit Dominik Knepp und mit Heinz-Christian Strache ja dieses Mal bereits zwei Angebote. Das heißt, man war hier ein bisschen more of the same und vielleicht hat das doch auch ein paar christlich-soziale ÖVP-Wähler stark abgeschreckt, was man hier für eine Performance abgegeben hat, wie man sich geäußert hat, wie man sich in der Flüchtlingskrise von Moria positioniert hat. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht allen urbanen ÖVP-Wählern oder jungen Konservativen gefallen haben. Jetzt hast du es gerade angesprochen, Dominik Knepp gegen Heinz-Christian Strache, die beiden, die da sozusagen am rechten Rand um die Gunst der Wähler gebuhlt haben. Wer hat denn deiner Meinung nach dieses Duell gewonnen, wenn man es so bezeichnen kann? Ich glaube, die beiden können sich eigentlich nur heute ausmachen, wer der größere Verlierer ist. Der FPÖ sind zwei Drittel ihrer Wähler von 2015 davongelaufen. Heinz-Christian Strache dürfte kolossal gescheitert sein an der 5%-Hürde. Man muss sich vorstellen, dieser Mann war einmal Vizekanzler der Republik Österreich. Jetzt ist er hier mit seiner THC-Partei bei 4%, wo er herumgrundelt. Also da dürfte wirklich, wie gesagt, die Politkarriere sich einem Ende zuneigen. Und auch für die FPÖ gilt, da hat man eigentlich schon einen ziemlich Schlingerkurs und Spagat finden müssen in den Fernsehduellen und zu sagen, ja, gegen Ausländer sind wir schon und im Gemeindebau soll der echte Wiener wieder bevorzugt sein. Allerdings gibt es ja da in Wien, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur anschaut, schon immer mehr Leute, die man ausnehmen muss und da sagt man, ja, also die sich gut integriert haben, die wollen wir natürlich schon haben, ja. Nur die unter Anführungszeichen bösen Ausländer, da soll es restriktivere Maßnahmen geben. Ich glaube, dass sich die FPÖ da auch immer schwerer tut und da wird es wahrscheinlich jetzt auch zu einem Richtungsstreit irgendwann einmal innerhalb der FPÖ kommen. Würde mich nicht wundern, wenn man sich da in Zukunft eher hinorientiert in ein Parteiprogramm, wo man vielleicht Sozialmissbrauch im breiteren Sinne anprangert und nicht nur immer die ewige Leier von den Ausländern. Jetzt die beiden sind wohl die großen Wahlverlierer des Abends oder des Nachmittags, des Tages. Große Wahlgewinner natürlich, Michael Ludwig mit der SPÖ hier der Sieger, natürlich das ist keine Überraschung. Aber vielleicht ist, weil du gesagt hast, der Stern von Strache geht unter, ein Stern bei dieser Wahl aufgegangen, nämlich von Christoph Wiederkehr, der mit den Neos da wirklich ein respektables Ergebnis oder zumindest diese Trendprognose erzielt hat, hat da dazu gewonnen, plus 1,8%, gar nicht zu wenig für eine kleine Partei. Der war auch für mich irgendwo im Wahlkampf eine Überraschung, ist das sehr selbstbewusst und markant aufgetreten. Siehst du das auch so? Ja, ich glaube, er hatte keine Chance und die hat er genützt. Vor allem darf man auch hier nicht vergessen, er ist verglichen worden mit Beate Meinl-Reisinger, die natürlich eine sehr große Strahlkraft hatte. Er hatte kaum Bekanntheits- und Beliebtheitswerte vorher und hat hier eigentlich als Sachpolitiker gepunktet, hat sich souverän in den Fernsehdiskussionen auch gezeigt und zum Schluss immer wieder ein bisschen auch hin, dass er ja eigentlich ganz gerne mit dem Michael Ludwig anbandeln wollen würde, wenn der die Grünen jetzt irgendwie aus der Koalition jagen will. Das ist dann auch das nächste Thema. Glaubst du, dass es einfach so weitergehen wird? Die Grünen haben ja 15% geholt oder zumindest in den Trendprognosen. Das ist ein Plus, aber es ist jetzt auch nicht der große Wurf. Könntest du dir vorstellen, dass Michael Ludwig nach diesem Wahlergebnis sich umschaut und eventuell mit den Neos eine Koalition überlegt? Ja, auch bei den Grünen muss man sagen, also die sind jetzt haben zwei Regierungsbeteiligungen in Wien seit 10 Jahren und im Bund seit Beginn des Jahres. Dafür ist es mäßig nach oben gegangen, laut dieser Trendprognose. Das heißt, wir liegen ja da auch noch in etwa in der Schwankungsbreite. Ich glaube, Michael Ludwig wird sich jetzt ganz genau anschauen, was sind die Programme, was muss er dem jeweiligen Koalitionspartner anbieten und wo er da dann die meisten Schnittmengen und das stabilste Koalitionsklima sieht, glaube ich, dort wird er hintendieren. Also ich glaube, er geht da relativ offen jetzt auch in die Gespräche und das kann er ja auch. Also er hat jetzt hier einen überzeugenden Wahlsieg hingelegt. Er hat das SPÖ-Ergebnis, das eigentlich 2015 auch in Ordnung war, noch einmal verbessert. Er ist hier sehr weit vor der zweitplatzierten Fraktion der ÖVP. Das heißt, ich glaube, er wird sich das jetzt, wird den Champagner jetzt einmal aufmachen und dann in den nächsten Tagen einmal sich alle kommen lassen und
Aber es war schon so ein bisschen ein Flirt in den letzten Wahlduellen zwischen Bürgermeister Michael Ludwig und dem NEOS-Chef Christoph Wiederkehr. Christoph Wiederkehr ist auch im Wahlkampf durchaus humorvoll aufgefallen, wenn man seine Wahlspots angeschaut hat und auch immer wieder, was er gesagt hat, hat sich da Sätze zurechtgelegt. Ebenso humorvoll im Wahlkampf war eine Kleinpartei, die Bierpartei. Die haben aber das Wahlziel von den 5,2%, gleich wie der Alkoholgehalt im Bier, doch verfehlt. Die können Sie vielleicht noch heute Abend eben konsumieren. Allerdings laut der Trendprognose sind alle restlichen Parteien, also auch links und so weiter, bei 3,5% verortet. Das heißt, hier wird es nichts werden mit dem... Also ein Stammwürze-Ergebnis eventuell für die Bierpartei. Eventuell das. Aber die teilen das Schicksal eben mit Heinz-Christian Strache und dürften heute Abend eigentlich wenig zu feiern haben. Aber für eine bloße Spaßpartei hat der Dominik von der Bierpartei eigentlich einen respektablen Wahlkampf hingelegt. Er hat immer wieder für Lacher gesorgt. Er hat Social Media eigentlich gezeigt, wie es dort geht. Sehr große Interactions geschafft. Also da werden sicherlich vielleicht auch einige etablierte Parteien im Nachhinein hinschauen, was man sich da für die Zukunft abschauen kann. Aber in diesem Fall muss man sagen, Bürgermeister Michael Ludwig hat einfach in diesem Corona-Krisenjahr alles richtig gemacht. Mhm. Die Leute wollten keine Veränderung. In Wien sagen sie, läuft es eigentlich ganz gut. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Die Zeiten sind ohnehin unsicher genug. Die SPÖ hat das solide verwaltet, die Stadt. Und man möchte hier eigentlich, dass der 5 weitere Jahre im Rathaus bleibt. Und er hat diese Rolle auch bravourös ausgefüllt und angenommen. Er hat sich als Stadtvater präsentiert, der hier in die Fußstapfen von Michael Häupl getreten ist, hat jeden Streit auch mit dem Bund umschifft und hat sich eigentlich immer sehr konstruktiv gegeben. Ja, jetzt auch zum Schluss mit Peter Hacker, als diese Diskussion um den Krisenstab im Innenministerium gab, da hat sich eigentlich Michael Ludwig dann sehr versöhnlich gegeben und da auch ein Machtwort gesprochen. Ja, aber auch da hat er dann Macherqualitäten gezeigt, die Wiener ja doch gerne sehen wollen. Also er hat gesehen, hier droht etwas ein bisschen aus der Balance zu kippen und hat dann quasi klipp und klar gesagt, Peter, du wirst morgen beim Krisenstab dabei sein, du wirst dich persönlich dort einbringen, und der hat das dann auch gemacht und hat dem Michael Ludwig quasi Folge geleistet, und da waren quasi die letzten, falls es die jemals gab, Zweifel beseitigt, ob Michael Ludwig ein Standing in seiner Partei hat. Ja, das hat er, ja, man hört ganz bedingungslos auf ihn, und jetzt wird er meiner Meinung nach noch mächtiger werden, weil er hat bei seinem ersten Antreten dazu gewonnen, hat das Ergebnis des langjährigen Bürgermeisters Häupl noch einmal getoppt, und man darf nicht vergessen, Michael Häupl hat bei seinem ersten Antreten damals die absolute Mehrheit für die SPÖ verspielt. Das heißt, Michael Ludwig ist neben Hans-Peter Doskozil in diesem Jahr 2020 eigentlich die Figur, die dazu gewinnen konnte, die gezeigt haben beide, wie die Sozialdemokratie noch Wahlen gewinnen kann, und ich glaube, dass Peter Kaiser, Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil, da sicherlich jetzt dieses Trio sein werden, die auch bei etwaigen Richtungsentscheidungen in der SPÖ ein gewichtiges Wörtchen mitreden wollen werden. Und nicht umsonst, glaube ich, ist auch Pamela Rendi-Wagner schon zum zweiten Mal in einem Wahlkampf der SPÖ heuer kaum in Erscheinung getreten. Ja, richtig. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Also dieses erste Trendprognosenergebnis ist, die SPÖ gewinnt die Wahl mit 42%. Die ÖVP, die gewinnt auch stark dazu und landet bei 17,5%. Die FPÖ, die verliert 20%, also wirklich ein Verlust, unglaublicher Verlust, und landet bei 10%. Die Grünen, die erreichen 15%, legen etwas zu, und die NEOS sind bei 8% gelandet, und Heinz-Christian Strache schafft den Einzug in den Wiener Gemeinderat, in den Wiener Landtag mit 4% nicht. Ganz kurz noch, es gibt sehr, sehr viele Briefwahlstimmen bei der Wahl am 11. Oktober. Es haben, glaube ich, 360.000 Menschen sich die Briefwahlkarte beantragt. Deswegen auch nur eine Trendprognose. Was kann sich da beim Ergebnis noch verändern? Gibt es da auch irgendwie Hinweise, in welche Richtung das noch gehen könnte? Ich glaube, jetzt als erstes müssen wir mal abwarten, wann die ersten Sprengelergebnisse hier eintrudeln. Das heißt, die ersten ausgezählten Wiener Sprengel. Dann gibt es eine erste Hochrechnung im ORF. Und wie du richtig sagst, es gibt diesmal ein Drittel der Wahlberechtigten, die mit der Briefwahl gewählt haben. Mhm. Allerdings, die Experten von Sora und Arge Wahlen sind solche Profis. Ich gehe davon aus, dass die heute Abend mit einer Schwankungsbreite von
plus minus 1,5% auf das Ergebnis hinkommen werden. Das heißt, die letzte Unsicherheit, die da noch bleiben wird, ist eigentlich eventuell das Ergebnis von Heinz-Christian Strache, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, weil Heinz-Christian Strache nicht der prädestinierte Kandidat ist, dass er noch wahnsinnig viel bei der Briefwahl dazu gewinnt. Das heißt, der müsste eigentlich bei der Urnenwahl schon extrem stark liegen, dass sich das ausgehen könnte. Das zeichnet sich nicht ab, aber wir warten jetzt einmal ab, bis wir die ersten Sprengel erreichen, und Anfang der kommenden Woche wissen wir dann, wie Wien gewählt hat. Heute 20 Uhr das vorläufige amtliche Endergebnis, das wird präsentiert werden, wie immer, und dann heißt es warten. Gut, also so ist das mit der Wien-Wahl jetzt zu diesem aktuellen Stand, und ich wünsche dann allen noch natürlich weiter viel Spaß bei den Entwicklungen des Abends. Es wird sicherlich noch spannend werden und es wird spannend bleiben, denn erst am Dienstag kann man wirklich mit einem Endergebnis inklusive aller Briefwahlstimmen dann auch rechnen.